Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller? Ein Projekt von Cornelius Hartz. Ganz schön voll hier heute auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ich bin hier mit Michael Weins. Erstmal herzlich willkommen. Toll, dass das klappt. Ja, es hallt etwas hier im Mausoleum und es ist so voll, weil der Herr Kretschmer, der Kulturinvestor, der auch die Rote Flora gekauft hat für 1 Euro und 2 Äpfel, dieses Mausoleum gekauft hat. Und privat ist es ja sehr stattlich, und wirklich eines der schönsten Mausoleen hier auf dem Ohlsdorfer Friedhof, und es wieder hergerichtet hat mit seinen Geldern und ich glaube, sich jetzt völlig bankrott gemacht hat damit. Und heute ist hier ja eine Veranstaltung im Mausoleum und es ist mal die Gelegenheit, mal in so ein Gebäude reinzukommen. Ich bin froh, dass wir die genutzt haben. Weil ja, das ist wirklich ganz, ganz selten. Eine ganz spezielle Stimmung hier. Wir fangen gleich mal an mit der Standardfrage. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Wenn ich in Schulklassen mal bin, dann sage ich immer, ich habe einfach nicht aufgehört zu schreiben. Und so finde ich, das ist tatsächlich bei vielen Dingen, die macht man, hat diverse kreative Talente möglicherweise oder macht irgendwas, macht Makramee oder dergleichen. Und irgendwann merkt man, dass sich Makramee überlebt hat, und dann hört man damit auf. Ich habe also immer nicht mehr Bilder gemalt und sowas, was ich als Kind getan habe, aber Schreiben habe ich einfach nicht aufgehört. Ich habe das als Kind hin und wieder gemacht. Das machen viele Kinder mal, probieren irgendwas aus oder so. Und bei mir hat das einfach nicht aufgehört. Es gibt schon so bestimmte Momente, so in so einer, eigentlich in einer langfristigen Entwicklung, die wichtig waren. Und zu merken, dass man Resonanz bekommt auf das, was man macht. Das hatte ich als 5-Jähriger mal, dass ich irgendwie ein Gedicht geschrieben hatte und die Familie ganz aus dem Häuschen war, das gar nicht verstehen konnte. Oder was toll war auf jeden Fall. 17-Jähriger, Poesie, so von so einem Gefühl, von so einem Rausch erfasst zu werden zum ersten Mal. Und dann bin ich mit Anfang 20 an der Uni, wo ich mich wirklich als Dichter verstand, über einen Kommilitonen in eine Schreibgruppe hineingeraten, die sehr wichtig für mich war. Die vom AStA, die Schreibgruppe, die Autorinnenrunde des AStA der Universität Hamburg unter Friederike Frey, das war die Leiterin, die ganz, ganz wichtig für mich war. Die hat uns mit uns erste Lesungen gemacht und uns trainiert und das erste Mal wirklich auch mit Feedbacks professionell umzugehen, Textarbeit zu machen und so weiter. Das war so der erste Schritt zur Professionalisierung und dann in so ein Hamburger Umfeld hineinzuwachsen, Veranstaltungen zu machen, aus dem Boden zu stampfen mit Freunden und darüber immer mehr Leute kennenzulernen, dann immer weiter zu schreiben. Ich habe dann spät angefangen, Prosa zu schreiben, mit Mitte 20. Um mich herum wurden dann die ersten Romane geschrieben. Ich fing dann auch an und bin dann über einen Bekannten, über Stefan Beuse, an eine Agentur gekommen. Und das war so der letzte Schritt sozusagen. Vorher hatte ich schon einen Kurzgeschichtenband bei einem Verlag von einem Freund gemacht. Aber auch so ums Jahr 2000 rum. Und so war das so ein gleitender Prozess. Du bist jetzt ja seit Jahren beim Mayrisch Verlag. Wenn man bei so einem Major wie Rowohlt erstmal ein Buch rausbringt, empfindet man das dann als Schritt zurück oder doch auch kreativ als Schritt nach vorne? Weder noch. Wir kannten uns über Jahre, also Daniel und Peter kannte ich über Jahre, weil die mit dem Minimal Trash Art Verlag zusammen eine Literaturveranstaltung machten in der Schilleroper. Und ich mit dem Machtclub und der Shishi Show und so weiter Veranstaltungen in Hamburg machte. Wir besuchten uns gegenseitig, man war mal bei den Veranstaltungen der anderen. Und kannte sich einfach sehr, sehr lange oder über die Jahre immer mehr. Und dann sprach mich Daniel irgendwann an auf ein Manuskript, mit dem ich damals den Förderpreis gewonnen hatte. Fragte, ob ich da Interesse hätte, dass er das liest und möglicherweise im Mayrisch Verlag veröffentlicht. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich das noch nicht und hatte aber eine Kurzgeschichtensammlung. Und das fand ich toll, die Vorstellung, dass die bei Mayrisch erscheint. Und das war Krill und das wurde dann das erste Buch bei Mayrisch. Und es war einfach, es ist traumhaft, sozusagen mit Leuten, mit denen man auf Augenhöhe ist und die man mag und kennt und schätzt und sich eigentlich befreundet mit der Zeit, mit denen gemeinsam Bücher zu machen. Und daraus hat sich das dann entwickelt, dass ich da geblieben bin. Der Goldene Reiter ist ja mittlerweile auch beim Mayrisch rausgekommen, in einer Neufassung. Wie kam das denn dazu? Ich bin vor 2,5 Jahren, oder dieses Jahr werden es 3 Jahre, hier ganz in die Nähe hergezogen, nämlich am Rande des Ohlsdorfer Friedhofs wohne ich. Deswegen treffen wir uns hier auch hier, einfacherweise für mich, weil das hier fußläufig für mich erreichbar ist. Und beim Umzug habe ich diverse, da packt man ja alte Papiere aus und denkt, ob man das braucht oder nicht braucht. Und da kriegte ich diesen Rowohlt-Vertrag wieder in die Hände, wo drin stand, dass der mittlerweile vergriffene Roman, also lange vergriffene Roman, und verramschte, verraten und verkaufte Roman, dass der für 10 Jahre die Rechte gebunden waren. Das ist eh so, aber ich las es schwarz auf weiß und dachte, hey,
ist eigentlich schade, es ist, also das fand ich eh vorher schon schade, dass es das Buch nicht gibt, aber das sah ich dann als Möglichkeit, mal zu gucken, ob Mayrisch Interesse haben könnte, das Buch einfach nochmal rauszugeben, weil ich es bedauert habe, dass es nicht mehr zugänglich war, nur noch antiquarisch zu kaufen war, und habe das vorgeschlagen und ich fand die Idee auch ganz gut. Jetzt ist ja gerade ein Band mit Erzählungen von dir rausgekommen, Sie träumt von Pferden. So Erzählbände laufen ja auch zu Unrecht oft so unter ferner Liefen, also mit ein bisschen Glück kommt man damit auch mal in Feuilleton. Aber wie ist das bei dir im kreativen Prozess oder wie sortierst du da, wenn du eine Idee hast, worüber du schreiben willst oder ein Setting oder ein Stoff, ob daraus jetzt nur eine Erzählung wird oder sich das für einen Roman eignet? Ich glaube, das merke ich meistens relativ schnell. Also, dass eine Idee eine Kurzgeschichte ist, das weiß ich gleich von Anfang an. Das will ich im Rahmen einer Kurzgeschichte bearbeiten. Das ist ja eine eigene Form mit einer eigenen Länge und so weiter. Da differenziere ich nicht, ob das jetzt ein Roman oder eine Kurzgeschichte wird. In sehr seltenen Fällen habe ich mal sozusagen aus einer Kurzgeschichte dann versucht, was Längeres noch zu machen, da ich die Idee noch nicht ausgeschöpft fand oder so. Aber in der Regel habe ich meistens ein, zwei Ideen, wo ich denke, das sind Romanprojekte, und versuche dann, mich da hineinzuarbeiten, abzuarbeiten, ob es dann wirklich taugt und trägt und ob ich das schaffe, ob ich das zwingen kann sozusagen von Anfang bis Ende. Und Kurzgeschichten sammle ich einfach und die entstehen eher so nebenbei, weil ich eine Idee habe, ich dann auch loswerden will, die ich gestalte und so weiter. Und dann füllt sich so die Schublade mit Kurzgeschichten. Bei diesem Band jetzt war es ein bisschen anders, weil ich irgendwann merkte, dass ich gerade tatsächlich Geschichten mit einem bestimmten Ton zu einem bestimmten Thema schreibe und dann sozusagen ein Konzept draus machte und mit einem Drittel der Geschichten dann die anderen zwei Drittel dann auch wirklich dafür dann schrieb. Dann war es auf eine Art und Weise, war es so etwas wie romanartig zu arbeiten, weil ich dann zu dem Themenbereich mehr Kurzgeschichten gesammelt habe. Das war so ein bisschen was für mich eine Verbindung von beiden eigentlich. Als Leser interessiert mich der Roman tatsächlich mehr und mich interessiert er auch als Autor mehr, vermutlich deshalb, weil ich lieber Romane lese und dass die Herausforderung einfach für mich wesentlich größer ist. Bei der Kurzgeschichte will ich sagen, ich bin jetzt ein super Kurzgeschichtenautor oder sowas, aber das Gefühl, von so dem, was mir an Fähigkeiten zur Verfügung steht, kann ich das besser überblicken und das fordert mich nicht so heraus. Ein Roman fordert mich immer heraus, fordert mich immer bis an die Grenze heraus und ich muss meistens etwas entwickeln, was ich noch nicht kann. Und das ist manchmal bei der Kurzgeschichte auch der Fall, wenn ich irgendwie was Pfiffiges versuche oder sowas, aber der Roman ist immer ein Wagnis für mich und ich kann scheitern und bin auch schon mehrfach gescheitert und das ist aufregender. Also hast du ganze Romane in der Schublade, die... Nee, dann sind es eben nur Romanrudimente und Fragmente, die ja nichts geworden sind. Davon gibt es 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht was, Ideen, wenn ich immer mal denke, versuche ich es nochmal oder so und dann aber einen, sozusagen, Roman ist immer eine harte Nuss und dann gibt es aber immer einen, wo ich glaube, die kann ich knacken. Und das bleibt nachhaltig interessant für mich, das ist ja auch wichtig, dass man eine Idee hat, wo ich das Interesse habe, so wie ich lebe und arbeite, dass ich über Jahre Lust haben werde, mich daran abzuarbeiten. Schreibst du denn jetzt gerade an einen neuen Roman? Ja, genau. Ich habe ihn jetzt gerade wieder auch aus der Schublade geholt und komme jetzt gerade seit 3 Wochen nach einem Jahr endlich wieder dazu, an dem Projekt weiterzumachen. Und ganz konkret, wann und wie schreibst du dann? Wenn es alles stimmt und passt und gut ist, dann vormittags. Also ich habe eine halbe Stelle als Psychotherapeut und habe den Vormittag zu Hause und den Nachmittag gehe ich dann in die Praxis. Vormittags ist für mich die potente, kreative oder wie auch immer die Zeit, wo ich meine Kräfte noch einigermaßen und die Konzentrationsfähigkeit noch habe, und dann hört es eh mittags auf. Da wären dann andere Dinge wichtig für mich. Insofern passt das immer noch. Super, ja, das war Michael Weins. Vielen, vielen Dank. Gerne. Hier geht es jetzt gleich weiter mit so einer Art, ist das so ein Streichquartett oder sowas. Ja, genau, viel zu laut. Ja, das wird dann viel zu laut. Ja. Also wir brechen hier ab und nochmal vielen Dank. Ja, danke an dich. Kapitel 1. Wie werde ich Schriftsteller?